einer Milchbarin wird immer wieder verklärt. Es ist nur so, dass man letztlich ja bei jedem Beruf, ganz egal welchem, man sich dafür entscheidet. Elisabeth Miedl bewirtschaftet einen Bauernhof in Oberwölz in 1200 Meter Seehöhe. Und ihre Kühe sind nur einige Prachtstücke von den knapp 82.000 Milchkühen in der Steiermark. 80% unserer Milch kommt von Bergbauernbetrieben. Über dieses Lebensmittel, die Milch, wird viel diskutiert. Wer soll es trinken? Wie viel soll man trinken? Löst sie Allergien aus? Aber heute am Weltmilchtag wollen wir uns anschauen, was alles aus Milch entsteht. Der Landwirt schafft das Rohmaterial und die Molkereien veredeln die Milch. Ja, und Frau Österreicher genießen 77 Kilo Milch bzw. Milchprodukte pro Kopf und Jahr. Wie die Milch schmeckt, wenn sie frisch aus der Kuh kommt, wissen nur mehr wenige. Also wir trinken sie so, aber wir liefern dann natürlich die restliche Milch an die Molkerei ab und dann eben so die Wertschöpfung auch erhöht wird. Die Milch jeder einzelnen Kuh wird genauestens unter die Lupe genommen. Direkt am Hof zwackt sich der Milchkontrolleur die Proben ab und im Milchqualitätslabor in St. Michael wird dann alles genauestens analysiert. Untersucht werden sie auf wertbestimmende Inhaltsstoffe, wie beispielsweise Butterfett oder Milcheiweiß, aber auch auf hygienische Faktoren, wie die Temperatur oder Gefrierzahl. Und es ist sogar möglich, dass man erkennen kann, ob die Kühe trächtig sind oder nicht. Dem Labor werden täglich 8000 Proben übermittelt und aus Milch entstehen viele Produkte. Also im Molkereijargon gesprochen haben wir eine weiße und eine gelbe Palette. In der obersteirischen Molkerei wird 70% der angelieferten Milch in der gelben Palette verarbeitet. Da sprechen wir von Käse, Topfen und Butter. Und 30% werden in der weißen Palette verarbeitet. Da sprechen wir von bester steirischer Trinkmilch, von Joghurt, vom Sauermilch und von Schlagobers. Für einen Kilo Hartkäse benötigt man 13 Liter Milch. Das sind die heiligen Hallen der obersteirischen Molkerei. Hier reifen unter strengster Geheimhaltung Hartkäseleibe. Käseschmiere ist eigentlich jener Bereich, der für uns der wichtigste ist und den wir nicht so erklären wollen, weil es das eigentliche Betriebsgeheimnis der obersteirischen Molkerei ist. Und dann ist es auch im Reiferaum die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Reifedauer und vor allem das Gespür unserer Mitarbeiterschaft, wann dann der Käse wirklich bereit ist, um auf den Konsumententisch zu landen. Trotz billiger Konkurrenz aus anderen Ländern sind die Produkte, die aus österreichischer Milch gemacht werden, weltweit bekannt und preisgekrönt. Die heimischen Molkereien exportierten im letzten Jahr 125.000 Tonnen Käse. Das ist ein Umsatz von knapp einer halben Milliarde Euro.